Moin Leute, willkommen zum neuen Gaming-Video hier auf meinem Kanal. Heute fahren wir von Train Simulator 2, es gibt ja schon das neue, aber ich habe es leider noch nicht, weil ich finde, es gibt für mich noch nicht die Strecken, die für mich interessant sind, also habe ich jetzt erstmal nur das. Auf der Arosa-Linie fahren wir heute von Kur nach Kastel, also eigentlich nach Arosa, aber ich teile es auf Videos auf, weil es zu lang dauert. Ist etwas laut gerade. Fahren wir in diesem Let's Play nach Arosa. Da wird gerade mein Zug, unser Zug heute, für die heutige Fahrt zusammengestellt. Die werde ich dann übernehmen, den Zug, wenn der dann am Bahnhof steht. Und fahren wir dann nach Tiefenkastel erstmal. So. Also bei mir dröhnt es gerade richtig. So. Also. Ich hatte ja schon mal so Let's Plays gemacht mit anderen. Ich hatte ja schon mal Spiele gespielt, so hier auf meinem Kanal, aber da hatte ich schlechte Grafik, also schlechte Aufnahmen, haben immer geruckelt und gelaggt und so. War einfach nicht schön. Vielleicht kennt ihr die noch, die sind noch da auf dem Kanal. Also es hat mich nicht, die Qualität hat mir nicht so angesprochen, so was ich euch halt geben möchte. Und jetzt habe ich meinen PC etwas aufgestockt. Und ja, vielleicht seht ihr es gerade, hoffentlich seht ihr es, dass es halt besser ist, wenn ihr das vergleicht. So. Und ja. Jetzt habe ich wieder Bock zu zocken mit euch und da fahren wir heute die Arosa-Linie von Kur nach Arosa. Heute aber nur, weil ich das Video nicht zu lang machen möchte, fahren wir heute dann nur bis Tiefenkastel. Ja, bis Kastel. Es heißt nicht Tiefenkastel, es heißt irgendwie anders, keine Ahnung. So. Das hier ist unser Zug heute für heute. Muss ich noch da schnell hinlaufen und den Zug übernehmen. Und ich weiß, es haben schon viele Leute vor mir auch dieses Spiel gezockt. Da bin ich jetzt nicht der Erste, der das macht. Aber vielleicht freut es euch ja. Ich habe jetzt halt Bock gehabt, das Spiel zu spielen. Und ja. So. Starten. So, Türen entriegeln. Okay, dann kann ich mich hier kümmern. Können wir uns ja schon etwas vorbereiten, solange hier noch alles gemacht wird. Zugschluss. So, können wir uns ja schon mal so vorbereiten auf unsere Fahrt heute. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ich kann auch so mit den Szenarien so Aufträge machen. So, es gibt ja so Szenarien von diesen Strecken und ob ich da mal sowas fahren soll, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da Feedback krieg, wenn ihr das auch feiert, weil ich habe jetzt ein bisschen was hier reingesteckt, damit ich euch hier gute Aufnahmen präsentieren und zeigen kann. Und da hoffe ich einfach, dass sich das dann auch rentiert, aber ja.
jetzt erstmal die Strecke machen. Pünktlich wie Schweizer Taschenmesser hier losgefahren. So lobe ich mir das. Auf geht's. Ich hoffe, dass auch hier mit dem Sound alles passt. Das ist jetzt halt so die erste Aufnahme, die ich jetzt halt so richtig mache. Und ja, ich hoffe, es passt alles. Ja. Genieß mal einfach mal die Fahrt. So. Nächste Station, Kurstadt. Sollten wir hoffentlich pünktlich erreichen. Sogar vielleicht ein paar Sekunden vor dem Fahrplan. Das wäre natürlich gut, dass wir ein kleines Fenster haben. So, rechts sind Regeln, passt alles. Bremse auf lösen. Zugbremse wieder leicht anziehen. Also ich hoffe, ihr feiert das, so wie ich das jetzt mache, und auch die Qualität. Ich hatte ja schon viele weitere Strecken auch schon gefahren. Aber das habe ich dann auch nicht weitergemacht, weil ich die Qualität einfach nicht angemessen fand, so was ich euch wiedergeben möchte. War einfach keine Ahnung. Und jetzt halt, wo ich jetzt halt hier auf den zweiten Bildschirm schaue und die Aufnahme sehe, sehe ich einfach, dass es einfach besser ist, und das macht mich sehr glücklich. So. Und dann kommt halt diese Woche halt so ein Video statt einem ganz normalen Fahrvideo von irgendeinem Zug, das ja normalerweise bei uns kommt. Und das könnte auch öfters so der Fall sein. Oder zusätzlich. Ich hoffe, ihr feiert dieses Format dann auch genauso wie so normale Fahrvideos. Ja. So, dann fahren wir schön nach Lüdenkastel. Habe ich doch gewusst. Das heißt nicht Tiefenkastel, sondern Lüdenkastel. Keine Ahnung, warum ich es mit Tiefenkastel irgendwie habe. Das ist vielleicht ein anderer Ort in der Schweiz. Aber
Also hier steht jetzt in unserem Fahrplan, dass wir in Lünkastel nicht anhalten sollen, aber in Paist anhalten sollen. Also ich werde es so machen, dass wir bis Lünkastel fahren werden, ich dort anhalte und dann weiterfahren im nächsten Teil. Weil ich möchte euch da jetzt nicht hier 40 oder so Minuten Videos machen, sondern höchstens 20, 25 Minuten. Weil, ja. Ich kann ja auch, wenn ihr wollt, dann auch mal live gehen, so Live-Strecken mit euch fahren. So einfach so, ich könnte schneller fahren, so. So Strecken einfach durchgehend fahren, wo ich dann live bin, mit Live-Chat mit euch reden kann und so. Aber das könnt ihr entscheiden, ob ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, ist auch gut. Ja. So, jetzt haben wir von der Straßenbahn gehen wir jetzt zur Gebirgsbahn über. Straßenbahn sage ich jetzt halt so, dass weil wir jetzt halt bis jetzt die ganze Zeit auf der Straße gefahren sind. So. So, 5 Kilometer. So. Sehr schön. Ich hoffe auch das Verhältnis des Sounds ist gut, dass ihr mich halt auch gut versteht, weil die Lok ist schon recht laut. Oh, Klosters heißt die Lok. Sehr schöner Zug. Ja. Ja, ich kann auch hier jetzt gar nicht so viel reden, weil ich einfach nur fasziniert und bestaune gerade, wie schön sich dieser Zug gerade den Berg hochschlängelt. Da kann man doch einfach mal hier
Sehr, sehr schön. Tunneleingang. Jetzt geht's in die Dunkelheit. Ja, Belichtung ist jetzt hier auch noch nicht so optimal. Hier ist noch irgendwie grün. Keine Ahnung, muss noch ein Licht dahin tun oder so, dass es weggeht. Wie gesagt, alles noch nicht optimal, aber ich versuche mich zu steigern und hoffe, dass ihr das auch merkt und seht und alles. Ich finde das auch hier auch sehr interessant. Ist es auch in echt so, dass hier bei der Brücke, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, war schnell wieder vorbei, dass da so zweite Brücke da so etwas vermoost, schon älter ist, wo der Zug nicht mehr drüber fährt, sondern eine neuere Brücke davor ist. Ich weiß nicht, ob es denn echt auch so ist oder ob einfach der Ersteller da von der Arosa-Linie da einfach keinen Bock hatte, das wegzumachen oder da einen Fehler gemacht hat. So. Wir haben grün und ja, wir haben grün. Sehr schön, kann man weiterfahren. Und ich merke gerade, ich bin zu schnell. Also ich bin wirklich im Moment gar nicht gut bei Sam. Wirklich. So, aber in 700 Meter müssen wir ja wieder auf 30 km/h runter. Das werde ich hoffentlich nicht verpassen. Wunderschön. Wenn so Train SimWorld 2 oder 3 mal wieder eine Schweizer Strecke rausbringen, so eine richtig schöne. Ich habe ja auch von der SBB die Sursee-Linie der S1, glaube ich, gekauft. Ich weiß nicht, ob es S1 ist, gekauft. Also wenn da wieder eine oder mehrere Strecken kommen, da wäre schon echt gut, weil jetzt mit der einen Strecke, mit den zwei Strecken, wo die hier, die Arosa-Linie natürlich landschaftlich viel, viel interessanter ist, da raussticht, so. Wäre natürlich schön, wenn Transport Fever, Transport Fever, Transport World 3
dann sowas wieder rausbringt, weil es gibt ja nur so Hochgeschwindigkeitsstrecken ICA1 und IC3. Da, ich glaube, Lübeck, Hannover oder Hamburg, keine Ahnung. Da so die amerikanischen und englischen Strecken natürlich auch. Ja, die sind natürlich für mich jetzt hat nicht interessant und kein Kaufgrund für das Spiel. Wunderschön. Kommen wir ja gleich in Lyon Castle raus. So eine Verladerampe, so hier für Holzständen oder Kohle oder so. Da sind wir. Lyon Castle, erste Etappe von unserer Arosa-Linie. Ist erreicht. Im Spiel sollten wir dort nicht anhalten, aber ich tue es jetzt einfach, weil es dann eben zu lang werden würde. So. Schön angehalten. Okay, Leute, das war es jetzt mit dem ersten Video mit einer angemessenen Qualität, was ich hoffe, und der ersten Etappe von unserer Arosa-Linie. Wir hätten hier noch auf den Gegenzug warten müssen. So, jetzt gleich könnte ich fahren, aber ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denn. Ciao.